Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elex. Ich bin's wieder, euer Justin. Ich wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Wir sind hier in Tavar, Süd-Tavar, an den südlichen Klippen. Und sind auf der Jagd nach einem besonderen Zyklopen, dessen Herz wir uns holen sollen, um Arks Questline abzuschließen. Hallo, Patron. Bitte. Fühl dich getriggert. Danke. Und warum sind jetzt alle getriggert? 3, 3, 4, 6. Finde ich uncool. So hatte ich das nicht geplant. Ja. So hatte ich das nicht geplant. Dann nochmal F5. Nehmen halt die 4. Bleib hinter mir! Nicht alleine. Ah, Gift ist teuer! Gift ist verdammt teuer, habe ich gemerkt. Kümmere ich mich mal um den Wieler? Die anderen scheinen ja erst mal von mir abgelassen zu haben. Na gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich gehe die Nummer sicher. Okay. Hier lang. Hier runter. Kann ich mich hier auch hinlegen? Nee. Ich höre doch Schritte. Ja, hörst du. Gun liegt auch da unten. Ah. Ach, da ist noch ein Bett. Nee, Hocker. Was ist hier los? Hi. Was hast du vor? Ich wollte mich in den Schlafsack legen. Lässt du mich? Nein? Okay. Schade. Sind die Leibgarne wenigstens gerade nicht so? Doch, sind sie. Scheiß. Wobei, ich habe hier irgendwo... Hatte ich doch mein eigenes Häuschen. So klar. Irgendwo hatte ich doch mein eigenes Häuschen. Da hatte ich mir doch... Hatte ich doch was in die Luft gesprengt. Das gehört jetzt mir. Klingt komisch, ist aber so. Doc ist da oben. Genau, da ist das hier. Doch ein bisschen näher am Eingang, als ich dachte. Crazy Red ist mein Freund. Das ist etwas, was ich... denke, was mir später im Spiel gut tun wird, dass Crazy Red mein Freund ist. Weil er heißt nicht umsonst Crazy Red. Und so wie es scheint, ist Nasty auch ein bisschen stärker als der Duke. Und von dem, was ich gesehen habe, ist Nasty gar nicht so stark. Weiß er jetzt. 3, 4, 5, 6. Aua. Aber hast du es bald mal? 1, 2, 3, 4, 5. Danke. Aber das hat wehgetan. Das hat wirklich wehgetan. Mal da ich kein Mana verschwendet habe. Hier. Ich möchte möglichst nur den da triggern. Aha. Jetzt habe ich alle getriggert.
Ich hoffe, dass der Wühler zuerst hier ist. Der Zyklop sich das nochmal anders überlegt. Und der Patron vielleicht auch nochmal einzeln kommt. Das fände ich sehr cool. Nochmal so. Na dann komm her. Möglichst ohne den Patron. Ich hab gesagt, möglichst ohne den Patron. Und verdammt nochmal. Die können die deutsche Sprache nicht mehr. Was soll denn das? Was sind denn das für Menschen, wenn sie nach deutscher Sprache nicht mehr mächtig sind? Entschuldigung. Ist mir nur so rausgerutscht. Habe ich jetzt getriggert? Na komm her. Übermächtiger Zyklop. Achtung! Kai, lass ihn ruhig noch ein bisschen herkommen. Fällt mir überhaupt nicht. Ja, ja, ich sehe schon. Ist total übermächtig und so. Aua! Ich bin hier ausgewichen. Kannst du es wagen, mir Schaden zuzufügen? Nein! 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 Ach Gott, verdammt nochmal. Okay. Steuerung 5. Ah, das bist nur du. Okay, wunderbar. So lobe ich mir das. Komm her. Dann möchte ich auch los. Patron. 3, 4, 5, 6. Oh, durch die Rolle. Jetzt hast du meine Kaya bewusstlos gemacht. Das werde ich dir nie verzeihen. Ganz cool! Bleib mal cool! Bleib mal ganz cool, mein Freund, ja? Immer cool bleiben, immer cool bleiben. 1, 2, 3, 4, 5. Geht doch. 1, 2, 3. Oh, danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Damit sollte Kaya wieder gut drauf sein. Wie geht es dir? Alles gut. Vergöttert mich, sie liebt mich nicht. Habe ich so viel Scheiße gebaut? Nein. Warten, warten. Warten. So, und dann sollte er jetzt mittlerweile allein sein. Ne, da ist noch ein Häscher. Sollte aber nicht wirklich das Problem sein. Hat er mich gesehen? Hat er leider nicht. Vorsicht! Das juckt ihn nicht, aber den Häscher.
Tja. Mal 2 Meter weg. So. Und Steuerung 5. Steuerung 5. F5. Gott verdammt nochmal. Nichts mehr. Scheiße. Kurz weg. Noch einen großen Heiltrank nehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Geht doch. So. Elex verseuchtes Herz erhalten. Das können wir jetzt Arx geben und dann ist er zufrieden. Neue Ausrüstung, Commander. Danke, Crony. Danke, Crony. Der bringt mir so viel reines Elex. Hier hast du deine letzte Zutat. Eine Offenbarung. Das ist es. Das ist die Perfektion. Wie auch immer. Wegen deines Festmahls. Ja? Da du jetzt alle Zutaten beisammen hast, solltest du wissen, dass ich kein Interesse habe, daran teilzunehmen. Bist du sicher? Ja. Ich könnte dir zumindest ein Proviantpaket zusammenstellen. Eher springe ich in den Schlund eines ausgewachsenen Unholds. Na schön, wie du meinst. Du weißt ja, wo ich bin. Also, ich hab noch zu tun. Er ist sauer auf mich. Oh. Gut. Kaya, wie geht es dir? Liebst du mich noch? Spiel! Spiel! Spiel, bitte nicht! Nein, 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 nein. Spiel, ich war immer gut zu dir. Spiel! Spiel, nein, bitte tu. Alles gut, danke der Nachfrage. Oh, sie vergöttert mich, aber sie liebt mich nicht. Was? Elex? Hallo, Elex? Wo ist... Elex? 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 Ja, scheinbar ist Elex abgestürzt. Es ist das erste Mal. Es ist das erste Mal. Das kann passieren. Ich warte noch kurz, bis ich Elex wieder starten kann. So, jetzt kann ich Elex wieder starten. Und heilige Scheiße, ich bin gespannt, wo der gespeichert hat. Ich habe doch einfach nur Kaya gefragt, wie es ihr geht. Dafür, macht das Spiel mich... Naja. Aua. Das ist immer noch ziemlich laut. Es wird auch nicht leise. Ich
Ich kann das leider nicht einstellen. Ah, das ist ein Hornschwert, was er in der Hand hat, nehme ich an. Und eine Erzberserker-Rüstung. Ich bleib mal bei meinem Breitschwert, denke ich. Ich denke, ich bleib bei meinem Breitschwert, ja. Bügeltaste, ja, ist klar. Ach, da ist der Sound. Oh, ich dachte gerade schon, der Sound wäre weg. Spielstand laden. Automatische Speicherung. Ja, es dauert immer ein bisschen, bis Elex lädt. Also, bis ich in das Spiel reinkomme. Es ist... So, hier hat er das letzte Mal gespeichert. Okay. Dann gehen wir jetzt Axt. Gut. So, schnell speichern. Und Kaya, wie geht es dir? Wie geht? Alles gut. Sie vergöttert mich nur. Was habe ich getan, dass sie mich hasst? Alles okay? Alles okay. Es heißt, du hättest den jungen Elexitor Repox im Norden von Abessa getötet. Ist das wahr? Wir waren nicht der gleichen Meinung. Es wird auf Dauer nicht gut gehen, wenn du die Aufmerksamkeit der Alps allzu deutlich auf unser Lager lenkst. Einige Dinge lassen sich eben nicht vermeiden. Na schön. Wenn du das sagst, muss ich es wohl akzeptieren. Besser, wir halten uns im Hintergrund. Jawohl. Neue Ausrüstung. Commander. Danke, Crony. Danke, Crony. Wie viel reines Elex ich jetzt haben muss eigentlich? Filmgelenke zentraler besser. Dass ich den Teleporter nicht gefunden habe, das wundert mich. Und da am Damm ist auch noch einer und da ist Konverter Ignadon, ist das? Okay. Hangar. Eieieiei. Hauptmission, Ulbrichts Großoffensive. Habe ich ja wen gefunden jetzt, aber ich möchte eigentlich die neue Reaktorspule haben erstmal als nächstes. Das ist das, wo ich mich als nächstes ransetze. Ja, gehen wir dahin. Ich wollte gucken, wie viel Elex ich habe. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Ja, hier ist auch ein Zyklop. Und ein Lagerfeuer wollte ich eigentlich auch noch haben. Ah, kann ich... Ach, da ist ein Unhold. Okay. Okay. Gehe ich dahin, weil da habe ich ein Bett relativ nahe. Wo ich mal kurz schlafen kann. Und ein Lagerfeuer wollte ich auch noch. Bis zum Abend schlafen. Klingt eigentlich ganz gut. So. Weil jetzt sollte ich ja erstmal wieder ein bisschen rohes Fleisch gesammelt haben, dass ich ihn ein bisschen was braten kann. Gebratenes Fleisch. Sechs gebratene Fleisch. Ach du Scheiße. Warum habe ich nur so wenig Fleisch? Weil ich in letzter Zeit nur Mutanten und Menschen getötet habe. Ja gut. Verdammt. Ein sonstiges Stim-Paket und verkäuflich. Habe ich den nicht schon mal im Dock abgegeben? Jetzt Kralle brauche ich auch unbedingt. Meine Kralle hat ja eine kleine Ratte und ein R eingeritzt. Okay, behalte ich. Klaus Tresorschlüssel, bla bla bla. Hier, gebratenes Fleisch. Auf die Null. Ich habe Wein, ich habe Wasserflaschen, Apfelsetzer, Brot, Asselfleisch. Kann ich leider nicht braten. Trockenfleisch. Entschuldigung. 30. 36, 30, 10er. Ist Bier eigentlich sogar noch besser. Aber das werde ich wahrscheinlich nur im Notfall verwenden. Weil Bier wahrscheinlich auch Dun macht.
So. Hätte ich das jetzt, dann kann immer ich jetzt... dieser Technikkram. Sorry. Muss ich mit durch. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Yep. Schnell speichern, dass wir auch schnell laden können wieder. Ich muss ihn nach unten. Das heißt, ich muss unten in das Gebäude rein. Es geht los! Das sind halt wirklich leider alles nur Mutanten. Nichts weiter. Hier geht's nicht runter, hier auch nicht. Andere Seite? Ich höre hier auf jeden Fall Tod und Verderben. Vorsicht! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Aua! Das hätte noch. Hätte auch schlimmer ausgehen können. Hat euch. Die gehen mir ja nicht mal. Die geben mir ja nicht mal rohes Fleisch. Ich möchte irgendwas, was mir rohes Fleisch gibt, Gottverdammt nochmal. So, geht's hier irgendwie eine Etage tiefer oder. Nee, nur höher. Da hinten? Licht. Okay. Ich muss doch irgendwo eine Etage tiefer gehen. Oder bin ich dumm? Oder beides? Ich dachte, wir würden große Dinge vollbringen. Aber anstatt die Geheimnisse des Universums zu ergründen, beschäftigen wir uns mit realitätsfernen Zukunftsideen. Immer noch Brennstofftests, Simulationen zur Beständigkeit von Materialien bei hoher Strahlungsbelastung, synthetische Herstellung von Sauerstoff. Was soll das? Um Sonden ins All zu schießen, brauchen wir solchen Mist nicht. Ja, synthetische Herstellung von Sauerstoff? Wäre schon geil. Die Beine des Rottmäus gerade, ne? 3, 4, 5, 6. Oh Gott, ein Kater. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patron, Entschuldigung. Warum denke ich an meinen Vater? Scheiß Mistviecher. Aua. Das endet nicht gut. Aua. Und tot. Ah, der letzte Speicherpunkt war wo? Schnellspeicherung. Okay, nehmen wir das mit. Ah, da muss ich einfach doch runter. An dem Unhold da hinten vorbei. Ist das vielleicht die richtige Lösung? Hier unter ist ja was. Ich weiß nicht, geht's hier irgendwo rein vielleicht? Nein? Nein. Gefährliche Gegend. Ja. Ja. Nein, es muss irgendwo eine Treppe nach unten gehen. Irgendwo. Wo?
ist eine andere Frage, die ich auch beantworten muss. Hier ist noch ein Radio an. Cool. Geht's hier nach unten? Nein. Hier? Nein. Aber außer Metallschrott ist hier auch nichts. Was haben wir hier noch? Wir können hier hinten vorbeigehen. Dann haben wir hier auch Biester, die mich nicht bemerken. Wunderbar. Spind, nehme ich auch nochmal alles mit. Ja, das war's denn auch. Hoffentlich bemerken die mich nicht. Na, einer hat mich bemerkt. Hoffentlich auch bleibt's auch bei dem einen. Nein? Wird zu gar keinem. Das finde ich gut. Eins weiß ich auf jeden Fall. In dieser Halle werde ich nicht glücklich. Na, da kommt doch her. Nur der eine? Kriege ich hin. Ja, ja, so ist gut, so ist gut. Ich frag mich nur, warum der gerade so laut ist. Ganz ehrlich, warum ist er gerade so laut? Der ist doch, sonst auch nicht so laut. Oder ist er sonst wirklich so laut? Hat das vorher einfach nur nicht gemerkt? Das wäre mir ja komplett neu, wenn das Feuer wirklich genauso laut ist. Zurück. Schnell speichern auch, ja. Wobei das eventuell nicht die beste Idee war. Vom Timing her, aber egal. Patron. Reines Elex mal 4. Heilige Scheiße. Aber ich fühle, dass dann der Rest des Spiels so leise ist. Hier geht's hoch. Aber hier geht es nicht runter. Der hat jemand mit dem Licht geschlampt. Das heißt, ich muss hier noch durch. Ah, lol. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich sterben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei. Danke. Ich habe das Gefühl, wir haben uns gerade eine Menge Viecher auf uns abgesehen. Solange die alle einzeln auf mich zukommen, ist das kein Problem. Also solange sie mich nur einzeln finden. Habe ich auch kein Problem mit dem Bühler. Sofern er denn allein ist. Eins, zwei, drei, vier. Cool. Okay, gut. Dann hätten wir das auch. Ha. Noch ein Bühler.
Rottmolch. Und bisschen Bier. Besser wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Hm. Ein Schalter soll hier sein, hm? Elektroschrott. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Verdammt ungutes Gefühl. Die Frage ist, ist das einfach nur ein Geheimlabor oder? Hat hier jetzt irgendwas freigesetzt, was ich nicht hätte freisetzen sollen? Hm. Bier und Steak, das schmeckt. Diese Geräusche, ich mag diese Geräuschkulisse nicht. Und noch einmal. Nein, nicht so schnell. Da ist noch ein Fühler. Anleitung mächtiger Heiltrank, okay. Oh. 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist noch irgendwas. Und es ist böse. Und heilige Scheiße, ist da eine Menge Elex. Deshalb sind hier so viele Mutanten. Jetzt weiß ich, warum hier so viele Mutanten sind. Weil hier eine fucking Elex-Quelle ist. Sieht. Scheiße, wurde hier mit Elex rumexperimentiert oder was? Wobei ich dachte, das ist so eine. Sehr gut. Das Ding hier wird mir noch gute Dienste leisten. Hm. Ich frage mich, was es hier noch gibt. Ah. Auf jeden Fall schön ist es hier unten, dass hier unten wieder irgendwas wächst, aber. Dawkins Memoiren. 5517, das heißt, hier irgendwo muss auch ein Tresor sein. 5517. Hier irgendwo ist ein Tresor. Irgendwo. Da. Geht doch. Ja. Oh, Spielzeugdino, Geldbündel. Also nochmal 150 Elex. Seed. Okay. Damit, hoppala, haben wir das geschafft. Das ist auch eine Hauptmission. Konfrontation mit dem Pilger. Das werde ich auch noch machen. Aber erstmal zum Lager der Mitte wieder. Hoppala, da war das. Ja. Und aufgrund deiner für mich schwer nachvollziehbaren Taten der letzten Zeit sehe ich mich gezwungen, über alternative Allianzen nachzudenken. Ich schaue mir die Sache noch eine Zeit lang an, aber rechne damit, dass ich dich bald verlasse, wenn es so bleibt. Hm. Ja, Ax mag mich nicht mehr, nur weil ich seinen Kannibalismus nicht teile. Man kann halt nicht jeden glücklich machen, ne? Ist es nun mal. Na gut. Falk ist sowieso Roboter. Okay. Und ich würde sagen, im nächsten Part
Können wir uns dann gleich um dieses schöne Stück hier... Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Ja, das wäre schön. Und dann kümmern wir uns um diesen schönen Gleiter. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Hoffe, wir sehen uns dann noch beim nächsten Mal wieder. Euer Justin, haut drin.